Du musst dich erstmal K.O. schlagen, damit du mich lieben kannst. Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Ark, ja. Und hier regnet es gerade. Ich habe mir so eine Ceiling ausprobiert, ne. Musste ich ja mal vorher machen, damit ihr weiß, wovon ich rede hier, ne. So, und ich habe auf jeden Fall richtig dick gefarmt und wie ihr jetzt sehen werdet, auch einen Mod hinzugefügt, womit die Stacks größer sein können in den Kisten, ne. Jetzt kann ich nämlich Halls komplett aufeinander stacken, ne. Und aber es gibt ein kleines Problem. Es gibt irgendwie neue und alte Fiber zum Beispiel und ich kann auch nicht mehr den Deutschmodus wählen. Tut mir leid für euch, die jetzt kein Englisch können, aber da müsst ihr jetzt mit leben, ne. So, und ich habe heute vor, richtig viel zu bauen eigentlich. Und dafür werde ich erstmal die ganzen scheiß Beeren hier los, die ich hier so habe. So, das weg, das weg. Das sind auch verschiedene irgendwie. Das weg, die Scheiße hier alles raus. Muss aber auch alles weg jetzt hier. So, das gammelnde Fleisch kann noch daneben. Daneben das frische Fleisch. Hier, Doorframes brauche ich natürlich. Wooden Walls. Die Stonewall brauche ich noch nicht. Und Wooden Foundations. Denn, ich habe ja gesagt, ich hatte vor, da drüben noch anzubauen, nicht? Und ich versuche das jetzt mal hier, aber kriege ich das hier nicht dran? Gucken wir mal von hier. Oh, oh boah. Hui. Boah, wäre fast ausgerutscht. Fuck. Okay, egal. Das lassen wir dann erstmal so weg damit. Dann machen wir doch was anderes. Machen wir erstmal ein Doorframe hier rein. Ich bin mir sicher, da wird es eine Hängebrücke oder sowas geben. Und dann machen wir doch erstmal die Bude dicht hier, ne? Dazu muss ich gleich... Nee, ne, Leiter anbringen nicht. So, erstmal hier Wände platzieren. Zack, zack und zack. Damit sind wir doch hier oben schon mal zu. Und jetzt baue ich mal ganz schnell ein paar Ceilings hier. So, dann schauen wir doch mal. Der macht die ja jetzt nach und nach fertig. Dann kann ich die eigentlich in der Zeit schon mal platzieren. Boah, und ich kann mich kaum bewegen, weil ich so schwer bin. Ich habe aber auch so viele Sachen bei. So, erstmal hier eine hölzerne Decke rein. Damit ich nicht im Regen stehe, ne? Brauche Nachschub. Der baut die zu langsam, weißt du? Der baut die dabei ein. Frage ich mich auch, wie das geht. Ja, jetzt haben wir doch gleich hier zu. Ich finde das schön, wenn das hier gleich zu ist. Habe ich so ein bisschen mehr das Gefühl, ich wohne in einem Haus. Und nicht nur in ein paar Wänden, so nur. Das ist jetzt natürlich ein Geduldsspiel hier, ne? Weil der bastelt mir die schon ziemlich langsam. Was kann ich hier noch verteilen? Hier, Crafting Speed mache ich einfach mal einen rein. Noch einen. Und noch einen Weight. Ich habe ziemlich viel gefarmt. Halt 1600 Holz. Und jetzt, guck mal, jetzt habe ich noch 66 Punkte. Und da kann ich doch während der bastelt mal schön mich hier ein bisschen umgucken, nicht? Ich finde sie nicht. Und jetzt hängt das hier kurz. Gucken, was passiert. Aber manchmal hängt das ja kurz, das Spiel. Und dann geht es auch schon weiter. Jede Sekunde. Ja, da. Geht doch. Muss man wirklich nur kurz warten. Okay, gut. Dann habe ich aber jetzt hier 13 Ceilings zu verbauen. Die kann ich mal eben schnell hier alle dran ballern. Und dafür kriege ich jetzt auch wieder XP oder was? Ach übrigens, genau. Ich wollte noch ein kleines Update geben. Ich habe nämlich den Ressourcenmultiplikator ein bisschen höher geheizt, damit ich mal ein bisschen vorankomme hier. Ich will euch ja nicht Folgen lang nur zeigen, wie ich einen Baum hau! Ja, ist vielleicht lustig, aber nicht 18 Folgen lang, ne? Zack, und da sind wir zu. Hat genau gereicht, weil ich an Ceilings gebaut habe. Das ist doch schon mal wunderschön. Das hierhin. So, ist er hier, ist dann der Eingangsbereich, kommt man dann rein. Hier rechts ist dann die Schmiede und im Moment noch mein Schlafsack. Aber, ja, das kommt noch, ne, da kommt alles noch quasi. Hier reinballern, ne, so, noch eine Steinwand, dann fehlt nur noch die. Dann ist das hier auch alles tutti kompletti im Erdgeschoss. Wo habe ich denn die Narcotics? Jetzt kriege ich einen Niesflash. Boah, wow. Puh. Fliegen mir fast den Kopfhörer weg, ey. Und der Sabber läuft hier runter. Was haben wir denn hier? Wo ist denn meine... Wo sind meine Narcotics? Guck mal hier, eine Wooden Door. Die kann ich ja auch eigentlich mal einbauen erstmal. Hier so, damit er zumindest zu ist, ne? Und nicht so ganz so ein Selbstmordspot für immer, ne? Ja! So. Dann, machen wir doch mal ein paar, Tranquilizer Arrows. Und, wo sind denn die normalen Arrows? Davon hätte ich nämlich auch gerne noch ein paar. Und dafür brauche ich Flints ganz viele. Die habe ich, ja. Weil ich habe natürlich auch viel Steine gefarmt und da habe ich auch viel Flint bekommen. Hier, ne? 66 und 95. Damit kommen wir doch schon mal eine Ecke weiter. Kann ich nicht hier direkt mehrere machen? Ah, hier, Craft All. 50 Stück. Soll er mal machen. Ne, ich brauche ja mal ein paar mehr. Guck, jetzt kann er dabei zwar nicht rennen, aber ist super nervig. Boah, wie dumm das ist. Komm, hau rein jetzt die Pfeile da. Danke. Jetzt habe ich auf jeden Fall 62 Pfeile. Damit könnte ich ja eigentlich mal ein bisschen jagen gehen, ne? Und ich gehe, mache ich auch. Ich gehe jetzt jagen. Jagen. Okay, springen wir mal hier runter, ne? Oh, hoffentlich ist er nicht zu flach, wo ich hinspringe. Aua, aua, aua. Okay, das ist kein Piranha. Ist ja meine absolute Angst, ne? Suchen wir uns erstmal ein paar kleinere Gegner hier. Was haben wir denn? Vielleicht so ein Dodo mal wieder? Wäre auch nicht schlecht, ne? Aber dass ich hier so gegen die Sonne gucke, gegen den nervt mich so ein bisschen, weil ich nicht genau weiß, wo er ist.
Schon nervig so. Also, sollen wir mal versuchen, ob wir hier die Schildkröte platt kriegen? Ich versuch das mal. So, komm her, du dumme Schildkröte. Treffe ich dich überhaupt? Oh, da ist noch ein kleiner scheiß Flieger. Hoffentlich ist der nicht auch aggro auf mich. Ne, der haut ab. Boah, wie viele denn schon hier drin stecken? Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht sein. Du musst doch sterben jetzt hier, du Scheißvieh. Boah. Aua, der hat mich getroffen. So, jetzt ist sie tot. Gibt's doch nicht, ey. Ich will natürlich schön viel Leder auch daraus haben. Oh, und Keratin kriege ich sogar daher. So, nochmal Keratin. Weil ganz so viel Miet brauche ich ja nicht. Guck mal, da sind doch trotzdem 34 Miet. Nein! Wobei jetzt hier die Schildkröte nicht hat, der Gestank jetzt hier Räuber anlockt, ne? Okay, da kriegen wir noch ein bisschen was raus hier. Guck mal, 11 Hide gerade mit einem Schlag, Alter. Ja, geht schon gut ab jetzt hier, ne? Aber wir wollen ja auch hier vorankommen. Erstmal kill ich jetzt den Dodo hier. So sieht's nämlich aus. So, kaputt. Komm her. Lass mal ausweiden. Den Dodo. Komm, lande. Muss mal eben gucken. So, weil das ist nicht mein Nachbar. Der scheint nicht so auf mich abzugehen direkt. Der kennt mich noch nicht, weißt du? Scheiße, ein Tranquilizer Arrow daneben. Fuck! Aber wird der jetzt nicht gleich bewusstlos dann? Ich will, dass der bewusstlos wird. Jetzt fällt der gleich so vom Himmel so, batsch, tot. So, habe ich eigentlich Ledersachen mal gelernt? Ich glaube fast nicht, ne? Ne? Und dann hole ich mir den grummeligen Trike, der da immer rumhängt. Knoch paar Steine für mich. Ich brauche nämlich Steine, ja? Für das zukünftige Haus brauche ich auf jeden Fall noch richtig dick Steine. Okay, wo ist mein Haus? War doch irgendwo hier, ne? Irgendwo hier war doch das Haus, oder? Ein Äffchen. Das brauche ich, das Äffchen. Habe ich den Knüppel bei? Habe ich. So, dann nehmen wir doch mal den Knüppel. Bleib hier! Muss ich erstmal K.O. schlagen, damit du mich lieben kannst.